Hallo und herzlich willkommen auf unserem Fields Wood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen, euer Holzhausexperte aus dem Rheinland. Holzhäuser werden immer populärer, nicht nur wegen ihrer natürlichen Schönheit, sondern auch wegen ihrer beeindruckenden Umweltvorteile. Sie bieten eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, Energieeffizienz und einem gesunden Wohnklima. In diesem Video nenne ich euch ein paar schnelle Gründe, weshalb euer nächstes Zuhause aus Holz sein sollte. Diese beziehen sich in erster Linie auf die Holzrahmenbauweise, wie wir sie auch bauen und anbieten. Beginnen wir mit der Bauzeit. Durch die Vorfertigung der Bauteile in der Werkstatt verkürzt sich die Bauzeit eures Traumhauses erheblich. Die montagefertigen Wände werden auf der Baustelle schnell zusammengesetzt, sodass der Rohbau in kürzester Zeit wetterfest bei euch steht. Das bedeutet auch weniger Mietkosten für Baustelleneinrichtungen und Geräte. Durch den schnelleren Einzug spart ihr euch auch weitere Monatsmieten, falls ihr zur Miete wohnt. Kommen wir zur Energieeffizienz. Holz ist eine natürliche Dämmung. Der Wandaufbau aus Holzrahmen und Wärmedämmung ermöglicht eine effektive thermische Gebäudeaußenhaut. Bedeutet, dass eure Heizkosten im Winter sinken, während euer Haus im Sommer angenehm kühl bleibt. Die effiziente Dämmung ermöglicht dünnere Wände, was euch mehr Platz und somit zusätzlichen Wohnraum schenkt. Holzhäuser sind oft ideal für die Integration von erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie oder Wärmepumpen. Ihre Architektur kann leicht angepasst werden, um Solarmodule zu unterstützen oder andere umweltfreundliche Technologien zu integrieren. Für die Heimwerker unter euch bieten Holzhäuser viel Raum für Eigenleistung. Ihr könnt aktiv am Innenausbau mitwirken und dadurch nicht nur eure persönliche Note einbringen, sondern auch sehr, 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 sehr viel Geld sparen. Ein weiterer Pluspunkt ist das Wohnklima. Holzhäuser zeichnen sich durch ihre diffusionsoffene Bauweise aus. Dies sorgt für eine ausgeglichene Raumluftfeuchtigkeit, nicht zu trocken, nicht zu feucht. Holzhäuser sind zudem überraschend robust gegenüber Elementen wie Wind und Wasser. Dank der hygroskopischen Eigenschaften von Holz können Holzhäuser nach einer Durchfeuchtung schnell austrocknen, was sie zu einer praktischen Wahl in Zeiten des Klimawandels macht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit. Mit dem Bau eines Holzhauses leistet ihr einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Die verwendeten Bäume binden CO2 und durch den Bau mit Holz wird Platz für neue Bäume geschaffen, die wiederum CO2 aufnehmen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der bei verantwortungsvoller Waldwirtschaft unbegrenzt zur Verfügung steht. Interessanterweise benötigt der Bau eines durchschnittlichen Holzhauses etwa 30 Kubikmeter Bauholz. Dies entspricht dem Holzvolumen von 10 oder 12 Fichte- und Tannenstämmen. Eine Menge, die unseren heimischen Wäldern wirklich in Sekunden nachwächst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bau eines Holzhauses nicht nur eine ästhetische und umweltfreundliche Entscheidung ist, sondern auch eine Investition in eine hohe Lebensqualität. Ob ihr ein gemütliches Zuhause schaffen oder einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchtet, ein Holzhaus bietet beides. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse für den wunderbaren Baustoff Holz wecken. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Benjamin Stocksiefen.